die Ausstellung schon sehen zu können, auch die Häuser, die morgen erst eröffnen. Wir sind hier an 7 unterschiedlichen Plätzen mit unterschiedlichsten Themen deutscher Kunst. Und ich glaube, es ist wirklich faszinierend, wie von 1945 bis heute alles vertreten ist, was wichtig ist. Und ich glaube, der chinesische Besucher oder auch jeder andere Besucher, der hier die Möglichkeit hat, deutsche Kunst zu erleben, sieht ganz was Tolles.